Liebe Freunde, ich möchte euch viele Grüße von unserer Mahnwache, die zu einer der längsten Mahnwachen in Deutschland gehört, neben der Bremer Mahnwache. Wir stehen nämlich schon 17, 18 Jahre wöchentlich auf der Straße. Und zwar seit dem NATO-Krieg gegen Jugoslawien. Da waren wir ein kleiner Teil einer Gruppe, die am Zoo in der Nähe der Gedächtniskirche sich zusammensetzend aus Gewerkschaftern, Freidenkern, Kommunisten dastand und jeden Tag oder jede Woche hatte eine andere das Mikrofon inne und hat dann auf Fragen aus der Bevölkerung geantwortet. Wir sind mühevoll dabei, so etwas Ähnliches wieder am Brandenburger Tor zu machen. Wie Sie ja wissen, hat der Lars Mehrholz am Brandenburger Tor fertiggekriegt, vor ein paar Jahren viele, viele hundert zusammenzubringen. Und nach unseren Mahnwachen, ebenfalls am Montag, wir bestehen aus Kommunisten, Freidenkern, Christen, sind wie ihr in keine Schachtel einzuordnen, sind wir dann danach zu der großen Demo am Brandenburger Tor gegangen. Und das muss wieder so werden. Und wie schon meine Vorgänger gesagt haben, wir dürfen uns nicht gegeneinander aufhetzen lassen. Die Kriegsgefahr ist sehr groß. Nachdem die Russen 1994 aus Deutschland abgezogen sind, sind die US-NATO-Stützpunkte in Deutschland geblieben. Und von diesen Stützpunkten geht kein Frieden, wie es auch die Vorgänger schon gesagt haben, sondern es geht Krieg aus. Mit oder ohne Genehmigung der Bundesregierung fliegen Kriegsflugzeuge von diesen NATO-Stützpunkten über die Grenzen hinweg in Kriegsgebiete und laden dort ihre Bombenlast ab. Das heißt, sie führen unter US-Herrschaft Kriege in anderen Ländern von deutschem Boden aus. Was das bedeutet, brauche ich euch nicht zu sagen. Die USA bombt nicht von ihrem Territorium aus, sondern immer nur von deutschem und europäischem Territorium aus. Ich erinnere auch daran, dass 1989, als der Warschauer Vertrag noch existiert hat, eine Windex-Übung geplant war und durchgeführt worden ist, bei der ein atomarer Schlagabtausch auf dem Gebiet Deutschlands geprobt worden ist. Der Staatssekretär, die rechte Hand von dem damaligen Bundeskanzler Kohl, hat das dem Kohl gemeldet und gesagt, wenn wir das in Wirklichkeit zulassen, das war ja nur so eine Art Sandkastenspiel, dann bleibt von Deutschland und von Europa nichts übrig. Das heißt, die Amerikaner sind immer noch hier und ihnen würde es nichts ausmachen. Sie ziehen ja den Ring um Russland schon ziemlich eng, hier auf dem Territorium Deutschlands, Europa, und dann wären wir nämlich das Auseinandersetzungsfeld, hier einen atomaren Schlagabtausch zu machen. Und wenn provoziert würde gegenüber Russland, und die Bomben ja nicht von den USA fallen, sondern von deutschem Territorium aus, ja, was bleibt den Russen anderes übrig, als dorthin zu bomben, wo die Bomben herkommen. Diese Wahrheit muss jedem bewusst sein. Und deswegen ist der Dr. Willy Wimmer die rechte Hand von Kohl, Staatssekretär AD, jetzt auf Seiten der Friedensbewegung. Genauso wie der damalige Justizminister der USA,
Ramsey Clark. Und er war in der Friedensbewegung der Erste, der ganz laut gesagt hat, die NATO muss weg. Als wir das damals gesagt haben, bis zum NATO-Tribunal bezüglich Jugoslawien, da wurden uns noch von Seiten der Friedensbewegung der Vogel gezeigt. Die NATO ist doch unser Feind, unser Freund. Die verteidigt uns doch. Das ist aber nicht so. Schaut mal auf die Webseite auch der Mütter gegen den Krieg, Berlin-Brandenburg, und da unter Bundesrepublik bzw. NATO. Das sind die Aussagen eines Generals drin, General A.D. Lockwey. Und da findet ihr viel Interessantes. Er sagt zum Beispiel, als ich in die Bundeswehr gegangen bin, glaubte ich auf der Grundlage des Grundgesetzes, meine Heimat zu verteidigen. Das ist nach wie vor im Grundgesetz verankert. Artikel 87a des Grundgesetzes sagt, dass die Bundeswehrsoldaten nur zum Schutz der eigenen Grenzen da sind. Er sagt, und genau deswegen bin ich in die Bundeswehr gegangen. Aber jetzt ist die Bundeswehr und sind die NATO eine Angriffsarmee. Das sind also Leute, die ich hier genannt habe, nicht aus den Reihen der Kommunisten oder Sozialisten. Das sind Leute aus ehemaliger Regierungsadministration, einmal von den USA und einmal von Deutschland, die sehr wohl verstanden haben, dass man in der heutigen Zeit, wo also Atomwaffen existieren und wohlgemerkt die neuere Generation der Atomwaffen schon eingesetzt wird, nämlich die Depleted Uranium Waffen, sind die Atomwaffen der Neuzeit. Woher ich das weiß? Wir haben als Mütter gegen den Krieg den Professor Dr. Günther, der den Beweis erbracht hat, durch Untersuchung von Erden aus Kriegsgebieten, dass diese atomaren Waffen in Form von Kugeln, in Form von Granaten, in Form von Bomben, dass sie atomaren Ursprungs sind. Und egal, ob sie in die Erde gehen, das Grundwasser verseuchen oder auf harte Gegenstände treffen, zum Beispiel auf Schulen, auf Krankenhäuser, wie sie es ja überall gemacht haben, in Jugoslawien, in Afghanistan, dreimal im Irak und in Libyen, nicht zu vergessen Afghanistan, dann setzen die auch noch Stäube frei, wo ein Stäubchen reicht, irgendwo in einem Körper, ganz egal wo auf der Welt, denn diese Stäube gehen um die Welt und dort in Kriegsgebieten agieren die ganz heftig. Dort im Irak, wo dreimal diese Waffe eingesetzt worden ist, da fragen die Frauen nicht mehr, wird die gebären, ist das ein Mädchen, das zur Welt kommt oder ist das ein Junge? Da fragen sie, hat mein Kind, wenn es geboren ist, noch zwei Augen im Gesicht, eine Nase, zwei Arme und zwei Beine. Und jeder von uns hier in der Runde kennt auch schon, wir sind ja doch ziemlich weit von Kriegsgebieten entfernt, hat in der Verwandtschaft Krebskranke, nicht wahr? Diese Krebskranken sind nicht nur durch Umweltschäden hervorgerufen, sondern durch eben diese Stäube. Und als ich das mal dem dem Dr. Fischbeck sagte, er hat so eine Depleted Uranium Konferenz in Iserlo einberufen, da sagt er, also Frau Quick, Sie können viel erzählen, aber dass diese Stäube um die Welt gehen, das glaube ich nicht. Manchmal spielen einem die Zufälle zu. 2-3 Wochen später lese ich in der Zeitung so eine kleine Anmerkung. Die Physiker sagen dazu Fußabdruck. Ein Fußabdruck aus dem Kosovo, den man ja auch mit diesen Bomben bombardiert hat, angeblich um die Freiheit zu bringen.
sind auf dem Himalaya gefunden worden. Und Bergsteiger sind ja auch manchmal mit wissenschaftlicher Zielstellung unterwegs. Das ist das eine. Was ich noch sagen wollte, ist, wir haben keine Demokratie in diesem Land. Demokratie, Demos, geht vom Volk aus. Und es ist nicht so wichtig, in Anführungsstriche, ob ich jetzt an der Spitze einer Regierung jemand habe, wie in Venezuela, Kuba, wo also das Militär nicht mehr einverstanden war mit der Regierung, oder eine andere Regierung. Wichtig ist, was hinten rauskommt für das Volk. Und was kommt bei uns hinten raus? Von 100% kriegen in diesem Staat 50% der Bevölkerung nur 800 bis 900 Euro durch harte Arbeit auf die Hand. Und sie müssen dafür Miete bezahlen, sie müssen Strom bezahlen, sie müssen Telefon bezahlen. Einer kommt mit 800 bis 900 Euro, das wisst ihr alle, nicht zurecht, nur wenn er einen Partner hat. Das ist keine Demokratie. Und der Mindestlohn, das weiß ich von meinem Enkel, der ja auch nur 800 bis 900 Euro im Dienstleistungsbereich hat, die machen das ganz geschickt. Mindestlohn, ja. Aber er wird unterlaufen. Nämlich, und das habe ich bei vielen, vielen jungen Leuten gemerkt, die müssen auf dem Papier unterzeichnen 6 Stunden Arbeit und 8 bis 10 Stunden arbeiten sie in Wirklichkeit, sonst fliegen sie raus. Und mein Enkel sagte, er arbeitet mit einem Ukrainer zusammen, der darf bloß für 8 bis 10 und mehr Stunden plus 4,5 Stunden aufschreiben. Und da schließt sich der Kreis. Die Flüchtlinge, die in Art von Kriegsflüchtlingen, wenn Bomben fallen, kann man nur ausreisen, oder in Form von Wirtschaftsflüchtlingen herkommen, warum macht denn die Frau Merkel die Arme auf und die anderen CDU, SPD-Parteien, da sind doch viele Monopolvertreter auch drin, die wollen die Löhne noch weiter nach unten drücken. Das ist es, warum hier eine Willkommenskultur aufgebaut wird. Und die Leute, die aus... Und die Leute, die genau wie wir und ihr hier auf die Straße kommen, die werden als Faschisten verunglimpft. Ja, wo gibt's denn sowas? Das sind aufgeregte Bürger, die Angst um ihr Land haben. Und Angst um ihr Land bedeutet, diese niedrigen Löhne noch weiter nach unten zu drücken. Und deswegen, ich meine, man weiß auch nicht, wie man es macht, aber wir sollten, und das wurde auch schon angedacht, vielleicht auch von euch, muss man mit den hierher kommenden Ausländern ins Gespräch kommen. Wir müssen uns verbünden als Arbeitende und müssen gleichen Lohn für gleiche Arbeit fordern. Dann können die uns nicht ausspielen. Und zum Schluss möchte ich noch etwas sagen zu der USA. Eigentlich sieht es ja so aus, als wären die USA an der Spitze der NATO unbesiegbar. Nicht wahr? Sie überfallen ein Land um das andere. Aber in Wirklichkeit gehört denen, ich sage es immer meinen Leuten, nicht der letzte Grashalm auf ihrer eigenen Wiese. Sie sind verschuldet. Wie kriegen die das aber trotzdem hin? Sie kriegen das einfach durch ein paar Tricks hin. Sie haben also die Weltwährung inne. Das heißt, alle Rohstoffe an der Börse, zum Beispiel an der Londoner Börse, werden mit Dollar gehandelt. Mit den Saudis,
mit den OPEC-Staaten haben die seit den 70er Jahren Abkommen geschlossen. Alles, die ganzen Ölverkäufe werden in Dollar getätigt. Das ist bequem, nicht wahr? Und wenn ein Staat aufmuckt, wie dreimal der Irak, der wollte nicht mehr in Dollar verkaufen, weil er sich sagte, ja, der Dollar, der wird doch von der Federal Reserve Bank, so wie wir hier stehen, jeden Tag neu gedruckt. Das ist genauso, als wenn ich hier eine Druckmaschine habe, die anschmeiße und dann habe ich Geld in der Tasche. Die haben gesagt, wir gehen auf Euro. Genauso im Iran, da gibt es seit dem Jahre 2008 eine Ölbörse. Da wird aus allen Ländern der Welt, aus allen Kursen, wird das Öl verkauft. Bloß nicht in US-Dollar. Das war auch einer der Hauptgründe, weshalb bestimmte Staaten, die sich nicht unterwerfen wollten, dann plötzlich in die Zange genommen worden und bombardiert werden. Ja, und dann unterstützen sie mit ihrer Rüstungsproduktion nicht erst seit dem Zweiten Weltkrieg, alle beiden Seiten. Im Zweiten Weltkrieg haben die Anti-Hitler-Koalition unterstützt und Hitler. Ford hat den größten Orden aus Hitlers Hand bekommen. Das haben die auch im Iran- und Irakkrieg gemacht. Und wir haben eine gute Verbindung zur amerikanischen Friedensbewegung. Da übersetze ich auch manchmal. So, und die sagt, wenn die Amis, und das ist das zweite Standbein, wenn die Amis nicht die Rüstungsindustrie hätten und ihre großen Autos, was hätten sie denn dann noch? Gar nichts mehr. Also müssen Kriege wie auf dem Schachbrett geplant und durchgeführt werden. Und dann jetzt zu uns noch zur Demokratie. Es ist nicht unbedingt gesagt, dass wenn in einem Staat viele, ihr erinnert euch an 1989, im Hinblick auf den Westen, oh, die haben mehrere Gewerkschaften, die haben mehrere Parteien, Demokratie, haben wir ja alle damals gedacht. Ist es aber nicht. Die finden immer ein Hintertürchen. Und in diesem Staat, bei uns war auch eine Diktatur, richtig? Aber letztendlich hat der Staat im Sinne des Volkes auch das Geld ausgegeben. Man kann schon mit anderen Worten sagen, eine Diktatur der Arbeiter und Bauern. Wir hatten ja vieles, was wir heute nicht haben. Aber heute, und das ist auch vorhin angeklungen, haben wir eine Diktatur der Bourgeoisie, der 0,1% der Bevölkerung. Und die werden die Macht nicht aus der Hand geben, solange wir nur so wenige auf der Straße sind. Und ich wohne nicht nur in einem Hochhaus, wo man sich seit Jahrzehnten kennt. Zu uns kommen notgedrungen seit 17, 18 Jahren die Leute, wenn wir da stehen, wollen mit uns sprechen, dann sagen sie, ja, wir verstehen alles, was ihr hier sagt, aber was sollen wir denn tun? Das heißt, die Leute sind so resigniert, sie sagen, ja, der Sozialismus hat abgewirtschaftet und jetzt haben wir nur den Kapitalismus. Wissen Sie, ich habe mit einem, bis vor zwei Jahren, er ist leider gestorben, mit einem Dr. Falkenhagen zusammengearbeitet. Er war im Finanzministerium der DDR und er war im Finanzministerium der Bundesrepublik. Man konnte nicht auf ihn verzichten, weil er sehr viele Sprachen sprach. Und er kannte die Zahlen. Heute pfeifen es schon die Spatzen von den Dächern, also jedenfalls für die Eingeweihten. Damals hat man uns selbst von der PDS gesagt, ja, also auch mein Chef. Ja, also wissen Sie, Frau Queck, die DDR war ja so pleite, die konnte ja gar nicht gehalten werden. Nach etwa 20 Jahren, da existierte dann schon die Partei Die Linke, hat selbst ein Herr Gysi zugegeben, also die DDR war nicht pleite. Und jetzt wissen es immer mehr, die DDR war nicht pleite. Ja, warum ist sie denn dann aufgegeben worden? Und die Zahlen sagen ja eines,
dass die Staatsverschuldung der Bundesrepublik 89, nicht jetzt, die Staatsverschuldung 8-mal höher war als die DDR. Wir hatten eine funktionierende Volksarmee, wir hatten eine funktionierende Gesetzgebung, wir hatten also im Grunde genommen war auch die Verschuldung Peanuts in dem Vergleich wie heute die USA oder die Bundesrepublik, wir hatten das. Das heißt, man hat uns gründlich belogen. Und diese Leute wieder aus der Tiefe rauszuholen und zu sagen, pass mal auf, wir haben sehr wohl eine Chance. Wir hatten diese Chance und haben uns dann, als Honecker abgelöst worden ist, dann von einem, wir hatten auch unsere Gorbatschowisten, und ich sage das bestimmt nicht aus, wir hatten einen Herrn Motrow, den sogenannten Hoffnungsträger, der im Westen gehandelt worden ist als Hoffnungsträger, und er hat die Vorverhandlungen gemacht zur Währungsunion, die dann ein Herr Messier durchgesetzt hat. Wissen Sie, ich komme aus einem Land, ich war damals Baby, ich komme aus der CSR, Deutsche. 2,5 Jahre war ich, als ich hierher kam. Und wissen Sie, was der Hitler nach dem Münchner Abkommen gemacht hat? Der hat genau dasselbe gemacht wie die Amis mit ihren Dollar. Der hat festgelegt, hier die Tschechenkrone und hier die deutsche Mark. Du hast damals, haben mir meine Eltern und Großeltern erzählt, für eine deutsche Mark 10 Tschechenkronen bekommen und in 2 Tagen war die Tschechei ausverkauft. Selbst die Händleins, die Hitler, oh, die haben den Kopf geschüttelt. Das wollten wir ja nicht, versteht ihr? Und unsere Mark war ja 1 zu 5 gehandelt worden. 5 DDR-Mark, eine andere Mark. Wir haben aber unsere Industrie hat ja hauptsächlich mit den sozialistischen Ländern gehandelt. Ja, wo sollten denn die dann bei einem Währungsangleich von harter Währung und DDR-Währung, wenn sie 1 zu 5 war, die harte Währung hernehmen? Die viele, die damals auf die Straße gegangen sind, weil sie einen besseren Sozialismus wollten, die haben gedacht, das geht so weiter. Aber in dem Moment, wo die Währungsunion war, 1 zu 1, haben wir unsere Arbeiter in den Werken nicht mehr ihre Produkte in den anderen sozialistischen Ländern absetzen können. Und umgekehrt, wo sollten unsere Arbeiter dann ihren Lohn herbekommen? Das war fein eingefädelt. Und darüber muss noch geschrieben werden. Und wir dürfen den Mut nicht sinken lassen.